Guten Abend. Wenige Tage vor der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich protestiert landesweit das Personal der Notaufnahme. Unsere Themen. Landesweiter Aktionstag. In ganz Frankreich fordern Zehntausende Ärzte und Krankenhauspersonal mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Einen Tag vor der Abstimmung im Straßburger EU-Parlament debattieren Abgeordnete über das Klimapaket Fit for 55. Und der syrische Machthaber Assad erlässt Amnestie für Häftlinge, warum viele Gefangene davon wohl nicht profitieren werden. Mehr Geld, mehr Personal, eine bessere Ausstattung. In Frankreich sind heute Zehntausende Ärzte und Krankenhauspersonal auf die Straße gegangen. Mit den landesweiten Demonstrationen wollen sie auf die desolate Lage in der Notaufnahme aufmerksam machen. Marc-Antoine Valverde berichtet. Ja, wir haben es gesehen, das Personal arbeitet am Anschlag. Die Belastungsgrenze wird chronisch überschritten. Wie diese Notlage in den Notaufnahmen entschärft werden kann, zeigt Melin Freda anhand eines Beispiels aus Straßburg. Vor kurzem hat dort eine Notfallpraxis eröffnet im städtischen Krankenhaus. Der britische Premier Johnson ringt nach dem überstandenen Misstrauensvotum um Autorität. Eine Mehrheit der konservativen Abgeordneten sprach dem Premierminister trotz der Partygate-Affäre das Vertrauen aus. Dass jedoch 148 Tories gegen ihn stimmten, wird als klares Signal gewertet, dass ein tiefer Riss durch die Partei geht. Na endlich. In der EU kommen ab Herbst 2024 nur noch einheitliche Ladekabel zum Einsatz. Darauf einigten sich heute die EU-Mitgliedstaaten sowie EU-Abgeordnete. Standard soll der USB-C-Anschluss werden. Ja, einig war man sich in Straßburg auch über einheitliche EU-Standards für Mindestlöhne. Was das konkret für Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der EU bedeutet, dazu Dorothee Hafner. Ja, und morgen stimmen die EU-Abgeordneten über weite Teile des großen EU-Klimapaktes Fit for 55 ab. Letztes Jahr hatte ja die EU-Kommission ihre Gesetzesentwürfe im Kampf gegen die Klimakrise vorgestellt. Ziel ist es, bis 2050 klimaneutral zu werden und die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55% zu senken. Noch ist offen, wie die Abstimmung im Straßburger EU-Parlament ausgeht. Die heutige Debatte hat Frédéric Toussaint zusammengefasst. Der morgen beginnende Amerika-Gipfel war dieses Jahr eigentlich als Annäherungsversuch gedacht zwischen den USA und Lateinamerika. Unter Ex-Präsident Trump hatten die Beziehungen ja stark gelitten. Doch zu dem dreitägigen Treffen bleiben viele lateinamerikanische Länder fern, unter anderem der mexikanische Präsident Obrador. Dabei gäbe es vor allem beim Thema Migration Gesprächsbedarf. Boris Petzold berichtet. Jenseits der medialen Aufmerksamkeit verhandeln in Genf in mehreren Runden die syrische Regierung und Opposition über eine Verfassungsreform. Laut UN-Vermittler gehen die Gespräche aber nur schleppend voran. Seit Syriens Machthaber Al-Assad wieder die Oberhand in dem Bürgerkrieg hat, zeigen sich seine Vertreter bei den Genfer Verhandlungen nur wenig kooperativ. Ja, als Zeichen des guten Willens hat der syrische Machthaber Assad vor wenigen Wochen eine Amnestie für Gefangene verkündet. Für zahlreiche Hinterbliebene, die seit Jahren nichts mehr von ihren Ehemännern, Söhnen oder Bekannten gehört haben, ist das ein Hoffnungsschimmer. Auch wenn davon auszugehen ist, dass nicht viele Gefangene von dieser Amnestie profitieren werden. Aus Idlib berichtet Moawia Atrash. Wir haben unsere Sendung in Frankreich begonnen und beenden sie auch dort. Genauer gesagt in Meudon in der Nähe von Paris. Mehrere Meter unter der Erde verbirgt sich ein historischer und geologischer Schatz. Kilometerlange Stollen, auch deshalb sprechen die Franzosen von einer Kathedrale sous terre. Ein Kulturgut, das in Gefahr ist, wie Julien Welter berichtet. In Meudon. Und das war's von uns für heute. Reh fragt gleich, ob die Feuerwehren in Deutschland für große Waldbrände gerüstet sind. Und um 20.15 Uhr erwartet sie die zweiteilige Doku Der Staat und sein Geld, die Geschichte der Steuern. Ihnen noch einen erkenntnisreichen Abend. Passe une très belle soirée. Tschüss, Erde.
Landesweiter Aktionstag. In ganz Frankreich fordern Zehntausende Ärzte und Krankenhauspersonal mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Einen Tag vor der Abstimmung im Straßburger EU-Parlament debattieren Abgeordnete über das Klimapaket Fit for 55. Und der syrische Machthaber Assad erlässt Amnestie für Häftlinge, warum viele Gefangene davon wohl nicht profitieren werden. Ja, wir haben es gesehen, das Personal arbeitet am Anschlag. Die Belastungsgrenze wird chronisch überschritten. Wie diese Notlage in den Notaufnahmen entschärft werden kann, zeigt Melin Freda anhand eines Beispiels aus Straßburg. Vor kurzem hat dort eine Notfallpraxis eröffnet im städtischen Krankenhaus. Der morgen beginnende Amerika-Gipfel war dieses Jahr eigentlich als Annäherungsversuch gedacht zwischen den USA und Lateinamerika. Unter Ex-Präsident Trump hatten die Beziehungen ja stark gelitten. Doch zu dem dreitägigen Treffen bleiben viele lateinamerikanische Länder fern, unter anderem der mexikanische Präsident Obrador. Dabei gäbe es vor allem beim Thema Migration Gesprächsbedarf. Boris Petzold berichtet. Zeichen des guten Willens hat der syrische Machthaber Assad vor wenigen Wochen eine Amnestie für Gefangene verkündet. Für zahlreiche Hinterbliebene, die seit Jahren nichts mehr von ihren Ehemännern, Söhnen oder Bekannten gehört haben, ist das ein Hoffnungsschimmer. Auch wenn davon auszugehen ist, dass nicht viele Gefangene von dieser Amnestie profitieren werden. Aus Idlib berichtet Moawia Atrasch. Wir haben unsere Sendung in Frankreich begonnen und beenden sie auch dort. Genauer gesagt in Meudon in der Nähe von Paris. Mehrere Meter unter der Erde verbirgt sich ein historischer und geologischer Schatz. Kilometerlange Stollen, auch deshalb sprechen die Franzosen von einer Kathedrale sous terre. Ein Kulturgut, das in Gefahr ist, wie Julien Welter berichtet. In Meudon. Und das war's von uns für heute. Reh fragt gleich, ob die Feuerwehren in Deutschland für große Waldbrände gerüstet sind. Und um 20.15 Uhr erwartet sie die zweiteilige Doku Der Staat und sein Geld, die Geschichte der Steuern. Ihnen noch einen erkenntnisreichen Abend. Passe une très belle soirée. Tschüss, Erde. Der britische Premier Johnson ringt nach dem überstandenen Misstrauensvotum um Autorität. Eine Mehrheit der konservativen Abgeordneten sprach dem Premierminister trotz der Partygate-Affäre das Vertrauen aus. Dass jedoch 148 Tories gegen ihn stimmten, wird als klares Signal gewertet, dass ein tiefer Riss durch die Partei geht. Na endlich. In der EU kommen ab Herbst 2024 nur noch einheitliche Ladekabel zum Einsatz. Darauf einigten sich heute die EU-Mitgliedstaaten sowie EU-Abgeordnete. Standard soll der USB-C-Anschluss werden. Ja. Mehr Geld, mehr Personal, eine bessere Ausstattung. In Frankreich sind heute Zehntausende Ärzte und Krankenhauspersonal auf die Straße gegangen. Mit den landesweiten Demonstrationen wollen sie auf die desolate Lage in der Notaufnahme aufmerksam machen. Marc-Antoine Valvert berichtet. Mehr Geld. Mehr Personal, eine bessere Ausstattung. In Frankreich sind heute Zehntausende Ärzte und Krankenhauspersonal auf die Straße gegangen. Mit den landesweiten Demonstrationen wollen sie auf die desolate Lage in der Notaufnahme aufmerksam machen. Marc-Antoine Valvert berichtet. Der britische Premier Johnson ringt nach dem überstandenen Misstrauensvotum um Autorität. Eine Mehrheit der konservativen Abgeordneten sprach dem Premierminister trotz der Partygate-Affäre das Vertrauen aus. Dass jedoch 148 Tories gegen ihn stimmten, wird als klares Signal gewertet, dass ein tiefer Riss durch die Partei geht. Jenseits der medialen Aufmerksamkeit verhandeln in Genf in mehreren Runden die syrische Regierung und Opposition über eine Verfassungsreform. Laut UN-Vermittler gehen die Gespräche aber nur schleppend voran. Seit Syriens Machthaber Al-Assad wieder die Oberhand in dem Bürgerkrieg hat, zeigen sich seine Vertreter bei den Genfer Verhandlungen nur wenig kooperativ. Ja, als Zeit